Aufgabensterne ein. Und damit hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Klein-ICE. Das letzte Mal haben wir mit dem Tutorial angefangen und die Strecke, unser Streckennetz begonnen. Wir sind von Frankfurt nach Koblenz gefahren und heute bauen wir weiter und zwar sollen wir Koblenz mit Köln verbinden. Dabei sollen wir noch 3 Sterne einsammeln. Und ich habe gesehen, wir haben hier noch Bonn und Aachen. Haben wir hier noch auf dem Weg. Dann würde ich sagen, nehmen wir die doch auch gleich mit. So, Stern Nummer 1 und Nummer 2. Dann fahren wir direkt hier hoch. So. So ein Berg entlang, was das wohl für ein Berg sein mag. Ich weiß auch nicht, welche Berge oder so bei Aachen oder so sind. Oder zwischen Aachen und Koblenz. Da dürfte der Ist auch egal. Oder? Schauen wir mal. Bei erster Stern, zweiter Stern, Bonn und Aachen verbunden und oben ist Köln. Gut, dann können wir weiterfahren. Dann gucken wir auch gleich mal, was wir freigeschaltet haben. Das geht aber schnell. Död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 
Ja, das sieht gerade so aus in unser Streckennetz. So sieht auch natürlich auch das deutsche Streckennetz aus, ne? Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Deutsche Bahn immer so spät ist. Das könnte sein. So. Dann fangen wir mal los. Hinten Frankfurt. Aus Ecke komme ich. Aus Ecke komme ich her. Düsseldorf. Duisburg. Und wir haben was Neues für den Zug. Und für den Spieler auch. Bringe die Passagiere von Dortmund nach Köln. Danach bringe die Passagiere von Köln nach Dortmund. Ja, kommen Sie schon mal rein. Eine neue Hose haben wir, eine graue. Sieht nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wir lassen erstmal die grüne an. Bringe die Passagiere von Dortmund. Schnauze. Ach, Kopfhörer. Wie cool. Auch ein ICE mit Kopfhörer. Kann man mal machen. Ich glaube, da kriegt man eine neue Farbe. Ja. Was ist das denn? Ah, das ist auch mal cool. Dann noch. Ich mal. Eine gelbe Scheibe. Eine rote. Eine, genau, eine rote. Jetzt hier eine rote. Nee, ich nehme die gelbe. Machen wir es doch mal so. Passagiere von Dortmund Ja. nach Köln. Danach bringe die Ah, hier mit Passagiere dem. von Köln nach Dortmund. Ja, hier links mit der Taste können wir den Zug auch wenden. Und Level 5 sind wir schon. So. An Duisburg und Düsseldorf vorbei. Auch schöne Atmosphäre, ne? Und da sind wir in Köln. Wie denn man so aus dem Zug springen? Ja gut, aber hier sieht man aber auch die Bahnsteige sind aber auch dermaßen flach, ne? So, meine Damen und Herren, willkommen an Bord des ICE nach Dortmund. Klassisch. Jetzt habe ich vergessen, wo wir hinfahren. Über Düsseldorf und Duisburg. Und dann sind wir auch gleich da. Ganz klassisch, ne? Aber ich glaube, das passiert auch jedem Zugchef oder so, dass er mal vergisst oder so. Oder dass er mal kurz einen Blackout hat und vergisst, dass wohin der Zug fährt, das kann passieren. In der Regel passiert es aber nicht. Dann gucken wir mal nach, wo geht's denn als nächstes hin? Verbinde den Bahnhof in Dortmund mit dem Bahnhof in Hannover. Für mehr Punkte Ah, eine benutze neue die Aufgabe. Metallbrücke. Für mehr Punkte finde und sammle einen Spezialstern ein. Spezialsterne sind gut versteckt. Werden nicht auf der Karte angezeigt. Gut versteckt, das schreit doch danach, dass ich den schnell finde, ne? Da oben ist er schon mal nicht. In der Wiese. Da ist er. Ja. Hervorragend versteckt, ne? Haben wir noch irgendwelche Bahnhöfe auf dem Weg? Nee. Dann würde ich sagen, eine Brücke. Mein Ziel ist es, dass ich habe ja noch. Das habt ihr ja gesehen, ich habe ja noch die zwei anderen Accounts und mein Ziel ist es eigentlich immer mit möglichst wenig Weichen zu bauen. Weil es geht mir immer auf den Senkel.
Okay. Die ganze Zeit die Weichen umstellen zu müssen. So kann es sein, dass ich so Aufgaben nicht ganz erfülle. Also mal ich über eine Brücke so fahre, einfach weil ich keine Weiche haben möchte. Ist vielleicht ein bisschen faul. Gebe ich gern zu, aber Hauptsache, wir kommen am Bahnhof an, ne? Also die Sterne sammle ich natürlich ein, aber wenn es einen komfortableren Weg gibt, an ein Ziel zu kommen, dann würde ich trotzdem, dann würde ich auch den Weg, dann würde ich den Weg nehmen, dann würde ich den komfortablen Weg nehmen. So, wir haben jetzt Hannover mit Dortmund verbunden, nee, Dortmund mit Hannover verbunden. Dann würde ich sagen, fahren wir doch mal los. Es sieht schon cool aus hier, das Design. Muss ich schon sagen. Oioioi, da schallern die Punkte aber richtig rein. Über die Weser. Die Weser, ne? Und da sind wir in Hannover. Verbinde den Bahnhof in Hannover mit dem Bahnhof in Hamburg. Für mehr Punkte benutze auf dem Weg eine Brücke. Für mehr Punkte sammle auf dem Weg 8 Aufgabensterne Acht ein. Sterne. Da wird es jetzt aber richtig. Da wird es jetzt ein richtiges Punktefeuerwerk geben, das sage ich euch. So. Hamburg ist da. Hier sind wir und auf dem Weg haben wir noch Wolfsburg. Würde ich sagen, nehmen wir doch noch Wolfsburg mit. So, da haben wir schon mal Wolfsburg und wie machen wir das jetzt? Ja, so könnten wir das machen. Dann machen wir doch hier so eine kleine Schleife. Verbinden wir schon mal die Sterne. Ja, so passt es. Also, was wir uns hier für ein Streckennetz zusammenbasteln, ist unglaublich. Aber nur im Flugzeug, ne? Da hat man auch diese Kotztüten. Vielleicht wäre sowas bei dem Streckennetz, was wir hier bauen, auch nicht ganz so verkehrt. So. Über die Elbe. Hier der Hamburger Hafen. Natürlich etwas überschaubar. Da haben wir die ganzen Sterne verbunden. Da würde ich sagen, fahren wir zum Abschluss nochmal nach Hamburg. Zum Abschluss der Folge. Und jetzt geht. Jetzt haltet euch fest. Plim, 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 plim. War herrlich. Ob wir jetzt noch Level 8 vollkriegen? So schön wär's ja. Doch. Also spätestens, wenn wir in Hamburg sind. Ah, die Meeresbrise. Verbinde den Bahnhof in Hamburg mit dem Bahnhof in Berlin. Für mehr Punkte benutze auf dem Weg 3 Brücken. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Den Link zu der App findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.